Hey Leute, Crimex hier und heute gibt es mal ein wirklich besonderes Video von mir auf meinem Kanal. Ich würde mich echt darüber freuen, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut und vielleicht nicht direkt, weil es mal kein GTA 5 Video ist, direkt hatet oder sowas, denn es ist wirklich für mich ein sehr, sehr wichtiges Video, wenn nicht sogar das wichtigste Video, das ich jemals hochgeladen habe oder jemals gemacht habe, weil ich heute etwas tun werde, was ich wirklich schon sehr, 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 sehr lange vorhabe und was schon immer so ein Traum von mir war. Und zwar habe ich vor, meiner Mutter ihr Geburtstagsgeschenk zu geben, was ich ihr gekauft habe. Sie war letzte Woche im Urlaub, also sie hatte eigentlich letzte Woche schon Geburtstag. Jetzt ist sie wieder da und jetzt möchte ich ihr ihr Geschenk geben. Dabei ist der Plan, dass ich meine Lekria, also die Kamera, mit der ich auch gerade filme, irgendwo verstecken möchte, wenn sie nach Hause kommt, sodass meine Mutter die Lekria nicht sieht. Ich denke mal, es wird nicht passieren, weil meine Mutter sich nicht so krass mit Kameras und Technik auskennt und die Lekria auch ziemlich klein ist, also ich denke auf jeden Fall, das sollte klar gehen. Und da möchte ich eben ihre Reaktion filmen, wie ich ihr diese Tasche schenke. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere von euch, warum das überhaupt so was Besonderes ist, warum ich sage, dass es so ein Traum von mir ist und warum dieses Video so wichtig für mich ist. Die Sache ist einfach die, Leute, das Geschenk, was ich ihr machen werde, ist eine ziemlich teure Handtasche. Und ja, neulich hatten wir es eben darüber, dass heutzutage irgendwie die ganzen 14-jährigen Mädels schon so mit Louis Vuitton-Taschen und so rumlaufen. Und da meinte meine Mutter irgendwie so, sie hatte in ihrem ganzen Leben noch nie so eine teure Tasche. Und ihr müsst dazu einfach noch wissen, meine Mutter gehört zu den Menschen, ich denke mal, ihr kennt alle diese Menschen, die immer zuerst an alle anderen denken, bevor sie an sich denken. Es war wirklich schon immer so, seit ich denken kann, meine Mutter hat wirklich immer zuerst an ihre Kinder, also an meine Schwester und an mich gedacht, hat immer allen anderen alles recht gemacht, bevor sie irgendwann mal an sich gedacht hat. Sie hat lieber den letzten Cent für meine Schwester und für mich ausgegeben, bevor sie sich irgendwann mal was gegönnt hat. Wirklich, meine Mutter gehört echt zu diesen Menschen, auch nicht nur bei ihren Kindern, also nicht nur bei meiner Schwester, sondern bei mir. Sie will erstmal allen anderen alles recht machen, bevor sie an sich denkt. Und solche Menschen verdienen es einfach, dass sie irgendwann mal was zurückbekommen. Und es ist einfach mittlerweile so, dass ich mit YouTube etwas Geld verdiene. Daraus will ich kein Geheimnis machen, das sage ich euch immer wieder offen und ehrlich. Es ist einfach so, ich bin da wirklich extrem real zu euch. Und deswegen, ihr hatet mich ruhig. Hatet mich, wenn ihr sagt, ihr gönnt es mir nicht, dass ich meiner Mutter das schenke. Ich wüsste wirklich keinen Gegenstand oder überhaupt nichts, wie ich das Geld besser investieren kann als in ein Geschenk für meine Mutter. Weil meine Mutter ist für mich wirklich eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben, wenn nicht sogar der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und oh mein Gott, Leute, diese Frau hat es einfach so krass verdient. Mama, das ist auf jeden Fall für dich. Heute ist der Tag gekommen, an dem ich dir endlich mal was zurückgeben kann. Du bist wirklich so ein großartiger Mensch. Bleib bitte einfach so, wie du bist. Ich werde die Kamera jetzt irgendwo oben verstecken, muss ich noch schauen. Sie ist auf jeden Fall gerade noch auf der Arbeit, wird dann heimkommen und dann werdet ihr die Reaktion von ihr sehen. Und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Maxi, Post für dich! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Was? Das ist für dich, Mama! Was? Ja. Du hattest doch Geburtstag, als wir im Urlaub waren, da war ich nicht da. Das hat ah, es war schon längst. Ja, nachträglich. Egal, für dich, Mama. Für mich? Ja, ich kenne niemanden, der es mehr verdient hat. Wow! Das war eine coole Tüte von Eigner. Ja, doch, das ist kein Stück. Ja, pack's mal aus. Nicht so großes Paket für mich. Oh Gott, ich hab schon gar nicht mehr mit berechnet. Komm mal. Aufregung! Mal Eigner? Oh Gott! Gefällt's eine dir? Handtasche! Gefällt's wow, dir? Geil! Ja! Oh, sogar mit Gold! Ich liebe Gold! Ja, ich hab... Oh, Maxi! Die war bestimmt schon mal toll, oder? Ja, das ist schon mal. Ey, oh, nee, ist jetzt... sie echt? Ja, natürlich echtes Leder, Mama. Ach Gott, bist du verrückt? Ach Gott, ist die schön! Oh, mein Lieblingstasch! Guck mal! Hattest du schon mal so eine teure Tasche? Nee. Nie, ne? Ich habe nie so eine teure Tasche gehabt. Ja, guck deswegen. Wow. Ah, ist die tolle Farbe, finde ich so toll. Die passt so an. Ja. Also mir hat es auf jeden Fall aufgefallen. Oh, geil. Und mit dem Gold. Ich freue mich so, dass dir gefällt. Weißt du, es ist ja immer so eine Sache, so mit Frauen so Handtaschen kaufen. Ah, nee, die ist perfekt. Aber woher auch schon das Bewusstsein so farb aus. Ey, Mama, gell, ich habe das die ganze Zeit aufgenommen, ne? Die Kamera stand da. Nee, aber ja. Ist okay für dich, wenn ich... Komme ich jetzt auf YouTube? Oh Gott! Ja, beste Leute. Tasche der Welt! Juhu! Sie hat sich auf jeden Fall echt drüber gefreut.
Jawohl, Leute, so muss auf jeden Fall sein. Wie gesagt, ich gönn's auf jeden Fall keiner Frau mehr als meine eigene Mutter, Leute. Oh, schön. Das ist einfach schönste Tasche der Welt. Und ja, Leute, so muss auf jeden Fall sein. Denkt immer an eure Mütter, ihr habt denen einfach so viel zu verdanken. Sie haben euch zur Welt gebracht, haben euch großgezogen und ich bin einfach extrem glücklich, dass ich meiner Mutter jetzt mal sowas zurückgeben kann. Du freust dich drüber? Total, schönste Geschenk. Perfekt, Leute. So, willst du noch irgendwas sagen? So, liken, abonnieren, wie ist das? Liken, abonnieren? Ja, genau. Liken und abonnieren. Yeah! Perfekt, Leute. Also, ihr wisst Bescheid. Und ja, Freunde, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex. Tschüss.